Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Daisy Standalone. Ja, ich hab gedacht, jetzt knallt er mir eine, aber nein, er zeigt mir nur den Dicken. Dein Helm ist so schön sauber. Ja, also. So, wir sind unterwegs nach Green Mountain. Ach ja, übrigens, wir haben uns entschlossen, dass wir doch noch eine Folge aufnehmen. Ach ja, genau, süße. Wir haben ja gedacht, in der letzten Folge, dass wir jetzt Aufnahmepause haben, aber. Ja. Und wir man sind muss dazu sagen, wir nehmen eigentlich nur drei Folgen immer auf, weil wegen Platzgründen halt, ne? Die Aufnahmen sind natürlich immer sehr groß und die Festplatten sind sehr klein. Ja, weil ich nehme auf eine SSD auf. Und die hat nur 250 GB. Ich habe da auch meine Spiele drauf liegen noch. Und ja, ich werde mir aber demnächst mal eine größere kaufen. Also 500, 512 muss unbedingt sein, aber die war damals halt noch nicht so erschwinglich. 512, Digga, jetzt bist du gerade bei Dings, bei was anderem. Du meinst 500 Gigabyte. Ja, eigentlich 512 Gigabyte. Ist auch egal. Nein, das wird so gerechnet. Guck mal. Was? Guck jetzt von hinten auf meine Hand. Oh, aua, tut das weh? Guck jetzt die Hand. Das sieht. Das ist, als wenn du einen Basketball werfen willst, ne? So? Und Mr. Johnson wirft den Basketball, ja, los, drück G, oh, schmeiß ihn weg. Los, mach ihn. Schmeiß ihn, und jetzt. Ja, das, also, nein, was machst du denn? Oh. Du sollst jetzt einen richtigen Wurf machen, und los. Hab ich ja, aber. Kannst du, wirft er den nicht? Oh. Ach, du bist eine Pussy, komm. Nicht mal das kannst Witz du, jetzt. Nicht mal das kannst du, das ist ja. Warum habe ich Mr. Johnson gesagt? Die Schwarzen heißen irgendwie mal Johnson oder so, ne? Oder Mr. Black. Oh. Oh nein. War das nicht bei jetzt kommen hier. Man in Black. Das ist Mr. Black. Here comes the man in black. Man in black. So, da ist die Seattle Space Needle. Die zirpende Grille. Ja, ich möchte mich da echt oben gerne aufsetzen und mich dann im Kreis drehen. Hui, hui. Okay. Na, dankbar. Hui. Jetzt war ich gerade was am Trinken, Alter. Und dabei meine Waffe leer schießen. Damit du noch mehr Schub kriegst. Ja. Du siehst mich da oben drehen. Oh, er macht es ja tatsächlich. Hui, hui. So, healthy bin ich auch. Healthy und energiesit. Ja, ich bin auch auf Healing. Und ich bin zockt. Ja, zockt bin ich auch. Zockt bist du? Ich bin zockt. Zocktro. Was bist du auf Healing? Ich bin healthy. Dann bin ich ja schon geil, auf ne? Dich wurde ja auch nicht geschossen. Wenn ich healthy bin, bin ich schon geil, ne? Ja. Nee, ich meine healthy. Ach, guck mal, hier eine. Ja, hält die, bin ich. Und hier ist eine malerische Eiche. Die müsste ich jetzt eigentlich choppen, Alter. Weil dieser widerliche Baum mich anwidert. Töte ihn! Töte ihn, Sino! Töte ihn! Doch, töte ihn! Nee, es geht nicht. Töte ihn, doch! Ich könnte draufhauen, aber ja, der kippt um. Töte ihn! Töte ihn! Töte den Baum! Doch, der kippt. Töte den Baum! Es geht nicht. Ach, du kannst gar nichts. Es kippt da um, you're dead. Nein! Die Rache des Baums. Das ist ein End. Wir leben schon seit langer Zeit auf dieser Erde. Oh mein Gott. Wobei immer, wenn ich Herr der Ringe gucke, muss ich so hart lachen, wo der eine End dann brennt und den Kopf dann erstmal in das Wasser haut, um sich zu löschen, ne? Wir Ends mischen uns nicht ein. Oh, ich brenne. Warte, Scheiße. Ja, ich weiß. So, jetzt treffen wir. Wir müssen uns ein bisschen merken, wo wir. Warum? Wir treffen jetzt auf Spieler. Ich versuche gerade mich dran zu erinnern. Wo die Dor ist, oder? Nee, da ist auch die Zeltstadt dann direkt. Und da wollte ich gern danach hingehen. Zelengorsk, da haben sie doch jetzt so Zelte stehen. Da ist übel geiler Loot. Du hast recht. Stimmt, das ist aber neu, ne? Doch. Doch, das war ja Sino.
Hast du gerade den Baum geboxt, Alter? Mensch, schämst du dich nicht? Gehauen. Hast du den gebounced, Alter? Gebounced. Getreat. Jedes Mal, wenn wir hier sind, muss ich euch einfach erzählen, das hier, meine Freunde, war der erste Punkt, ja, wo Martin und ich uns getroffen haben. Jetzt habe ich gleich wieder eine Träne im Auge hier. Ja. Ja, da haben wir sogar den Screenshot, gibt's noch. Auf deiner Facebook-Seite gibt's den noch. Der ist episch. Ja, stimmt. Mhm. Auf facebook.com. / Piep. Martin Spielwisse. Nee, da hab ich den nicht. Ich muss mir den auch nochmal besorgen. Ach, geh mal direkt rein. Ah ja, hier drin spawnt immer noch kein Loot, ne? Bist du schon oben? Doch, hier ist Loot. Bist du oben? Ich bin nicht oben, nö. Hallo? Hallo? Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ah ja, fragst du halt mal, ne? Hast du gerade eine Tür aufgemacht? Oder ich bin unten wieder raus. Oh! Ich renne hier oben rum, hör unten. Klack, 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 klack. Tür zu, weißt? Ich denke, okay, da kommt jetzt jemand. Nein, das ist mein geistig beschränkter Bruder. Warum? Ach, hier spawnt gar nichts, ne? Und du warst ja gar nicht im Knast hier drin. Hier ist eine Toilette. Toilette. Aber wir können jetzt hier in diese kleine Hütte hier reingehen, guck mal. Da war ich schon drin. Ja, weil du ein... Hinter dem Militärgebäude, ne? Die... Ja, da warst du noch nicht drin. Hier sind the Buckets. 00 Bucks. Buckets. Hier warst du noch nicht drin. Also oben auf dem Turm spawnt auch Loot. Ah, boah, hier ist nix. Scheiß Loot spawnt da. Lootless. Ah ne, das Ding hier kann man aber nicht reingehen, oder? Oder? Nein, kann man nicht. Ich versuche gerade herauszufinden, in welche Scheißrichtung wir gehen müssen. Fallen wir bloß nicht runter da. Hallo, mal was ich kann. You are dead. Oh, er hat Loot dabei. Hier ist einer geschoben, der hat Loot. Scheiß. Ich weiß. I feel dumb. Das ist dein kleinstes Problem. Ja. Ja. Das war echt geil. Das ist wirklich so. I feel dumb. Ja. Bald nicht mehr. I'm so true. Ja, ist gleich vorbei. Ich weiß, mein Sohn. Ich weiß. Oh, nee, ey. Mir ist so kalt. So kalt, so kalt. Mir ist kalt, so kalt, so kalt. Mir ist kalt. So kalt. Da sehen wir schon Rammstein zusammen. Das ist aber geil. Ja, Mann. Ich fand das Video viel geiler mit den Weibern da. Also. My body feels wet. Schon wieder. Nicht mehr. Wir können uns ja aneinander reiben, bis das wet weg ist. Lass mich kurz in meinem Terminplan gucken, okay? Also das sieht aus, als würden wir das nie tun. Doch. Nein. Das haben wir schon getan. Doch. Nein. Nein, doch. Oh. Das ist ein einsames Haus. Das sieht nicht aus nach der Zeltstadt, oder? Doch. Mit ein bisschen Fantasie könnte man da... Nein, wir rennen falsch. Ich glaub's nämlich. Nee, alles klar, wir müssen hier lang. Okay. Ich weiß jetzt wieder, welches Haus das ist. Was ist das Haus für den Herbert? Hä? Ja. Das Haus der 1000 Leichen. Ist das nicht hier irgendwie so Rocky Horror Picture Show? Ja. Boah, ist ja auch schon Asbach uralt, ne? Oder House of Wax. Mit One Night in Paris hier? Habe ich nie gesehen, den Film. Also nicht One Night, aber den anderen meinte ich. Irgendwo da hinten ist Levelgrenze, da bist du dann tot, wenn du da lang gehst. Ich glaube, ich nehme den nächsten Kompass einfach mal mit. um,
Also wir zögern jetzt einfach nur die Zeit raus gerade, weil wir gerade Braindeck sind. Boah, ist das Brainfuck. Bei mir regnet es draußen und es regnet in-game. Ich höre den Regen gerade doppelt. Geil, das ist ja... Oh. Das fickt meinen Verstand. Wie kann das in Real Life auch regnen? Ich glaube, ich habe gerade mein Mikro angespuckt, Alter. Gott sei Dank habe ich meinen Pop-Spuckschutz drauf. Ich muss die mal irgendwie sauber machen, glaube ich. Sieht gerade sehr merkwürdig aus. Ja. 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 Einfach nur ja. 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 Ich habe absolut keine Ahnung, ob wir in die richtige Richtung laufen. Jetzt mal ohne Spaß. Also alle rübergehen, haten irgendwie. Nee, guck mal, was ist das da oben? Ich wollte gerade sagen, es ist ein Deer-Stand. Das sieht aber fast aus wie ein Zelt von hier. Es ist noch nicht richtig aufgeploppt. Ich kann nicht erkennen, was das ist. Und irgendwie geht's mein Char auch nicht. Doch, ich bin noch healthy. Vorne ist eine Tankstelle. Ah. Da können wir tanken. Oh. Geil, ich hab deinen Facepalm bis hier gehört. Ich hoffe, er hat wehgetan. Ja. Ja, alles tut mir, was du sagst, Digga, alles. Tut. So. Das ist auch nicht die Zeltstadt, oder? Wie war das hier? Lastkraftwagenfahrer. Tut. Lastkraftwagenfahrer. Tut. Junge. Das ist aber irgendeine Stadt. Ja, aber das ist eine... Seit wann steht hier in so einer Stadt eine Schule, Alter? Wo sind denn wir, Mann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben uns gerade echt hart. What the fuck, ey? Ja, meine FPS sterben auch gerade wieder. Wir müssen die Städte meiden. Ne? So kleine Dörfer können wir ja mitnehmen. So Dörfle. Aber Städte müssen wir meiden. Ich weiß, wo wir sind. Das ist die Zeltstadt, das müsste die sein, ja. Ja, ich komme mir auch gerade bekannt vor. Weil da vorne die Tankstelle. Und wenn wir jetzt weiter geradeaus runterrennen, müsste da der Militärstützpunkt kommen, der eine. Und dann kommt auch schon das Airfield. Nee, das Airfield ist rechts von uns. Ganz weit, weit rechts von uns. Ach so. Ist Zelengorsk, Digga. In der Mitte ganz links, die Stadt. Ah ja, stimmt. Framogorsk. Aber ich meine, eigentlich habe ich mich ja nicht verlaufen. Ich habe es ja gefunden, aber trotzdem... Ach, man kann durch die Blumen durchlaufen jetzt. Hui! Hammer, ne? Hui, man bleibt nicht mehr dran hängen. Hui! Die sind alle abgeblüht. Ich zerlegt, wenn ich mit dem Auto da durchfahren wollte. Auto versus Blume. Du musst dir das Blume 1-0. Wenn du mit der Auto... Mit der Auto... mit der Auto durch die Blume fährst, ist Auto Schrott. Durch das Blume, ne? Nee, das war so... Oh, like that! Das war's. Wenn Blume Auto kaputt macht, dann ist Auto kaputt. In jeder Stadt hatte ich in letzter Zeit übel oft Spielerkontakte, ne? Aber ich konnte keine Kontakte knüpfen. So, jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Ja, das wirst du noch bereuen. Echt? Ich kann hier nicht schießen. Ich habe hier nur wieder 15 FPS, Alter. Ja, ich sag doch, du wirst das bereuen. Okay. Aber wenn ich denn so mit dem Schnellfeuergewehr so, pass auf, dann schieße ich so. Warum schießt der Einzelschuss mit dem Ding? Weißt du, die stehen ja voll flüssig, siehst mich da so rumlecken. Geil, Alter, guck mal, der tanzt den Dubstep. Ich hab hier aber Nahrung und alles gefunden. Hier ist keiner. Ich nehme mal trotzdem die Waffe hoch. Auch wenn du nicht gefährlich bist, gefährlich aussehen kannst du. Ja, Alter, nein. Hier ist noch alles voll mit. Shotgun gefunden. Mit Laut. Laut. Loot. Mit U. Loot. Mit Doppel U. Und H. Ja. Hallo. Ach shit, Alter, warum sind wir so behindert, Mann? Aber das stimmt wirklich. Also ich bin ja viel auf YouTube unterwegs, wirklich viel. Dass du auf behindert bist, meinst du? Ja. Wenn ich mir so Kommentare durchlese, Gott sei Dank nicht in meiner Community. Ich bin so stolz auf euch. Wirklich, muss ich euch mal sagen, ich bin so fucking stolz auf euch. Also ich auch. Ne? Also die Sätze, die ihr schreibt, die Rechtschreibung ist es göttlich, wirklich. Ich bin echt stolz auf euch. Wenn ich mir da so andere Kommentare mal so durchlese bei anderen Leuten, die schreiben ja sogar den Let's Player falsch. Es gibt Leute, die schreiben Gronkh falsch.
Kronk! Der ist halt hart, ne? Dann schreiben die irgendwie krank oder kränk oder. Alter, und dann teilweise sind das Sätze, die überhaupt keinen Sinn ergeben, wo ich dann denke, hallo. Also ich, bevor ich irgendwo was poste, bin ich wirklich ein Mensch. Entweder wenn ich die Wörter jetzt nicht weiß, wie es geschrieben wird, google ich das kurz. Ich google es wirklich kurz. Kann ja mal jedem passieren. Also, richtig. Wenn man mal so einen Hänger hat oder so. Und ich lies, okay. Ich lese mir meinen Satz nochmal durch. Ne? Ich mache auch Tippfehler und dann kann man das korrigieren. Aber nein, das wird einfach so ohne Punkt und Komma da reingeknallt. Und, aber das ist tatsächlich so. Ja, heutzutage ist das so, glaube ich. Bist du schon in dieser Zeltstadt da? Nee, ich war die Polizeistation looten. Ich war der Station looten, so musst du sagen. Ich bin Schwarzer, ja. Ey, ich hab voll krass die Polizeistation. Oh, hier geht gar nichts mehr, Alter. 12 FPS, das ist mein Tiefpunkt jetzt. Besser als 11, ne? Das ist jetzt wirklich mein spielerischer Tiefpunkt hier. Besser als 11, ne? Aber ich glaube, diese Stadt, ja, ich weiß, ich hab dir zugehört. Aber ich glaube, diese Stadt war wirklich nicht sehr performant, ne? Nee. Ich glaube, die war aber schon immer irgendwie schlimm. Ja. Ach, da hinten sind das nicht die Baracken da hinten? Ja, natürlich. Ja. Und wo ist das, eine Zeltstadt? Oh, ein Regenbogen! Regenbogen! Hier gibt's einen Regenbogen! Ja, das führen die einen Regenbogen ein, natürlich! Da wir haben schlechte Performance. Ja, der war geil. Ja, ich hab dir auch einen geschickt. Gezeigt, ne? Foto. Ne, wir haben schlechte Performance. Was machen wir? Regenbogen. Ja, Regenbogen. Aber der kostet Regenbogen. Aber den guckt sich eh. Wir brauchen Regenbogen. Okay. Minus 5 FPS. Was? Wie heißt das? Ich bin hier in dieser. Ja, ich zeltigen. Oh Gott, ich hab eine SKS gefunden. Regenbogen. kennst du. Boah, wie heißt denn das? ASDF-Movie? Ich glaube. Denn so gezeichneter Comic halt, ne, und der sagt so, ich glaube, sie sind schwul, woran erkennen sie das? Und dann kotzt er so einen Regenbogen. Regenbogen! Und ich habe eine Kugel, das heißt, ich kann nichts machen. Kann böse gucken. Ich gehe hier rein. Ich lasse mich hier drin. Auto, ne? Doch. Oh mein Gott, ich habe eine AK gefunden. Ach du Hurensohn. Du auch. Und ich habe natürlich AK-Muni bei, ne, aber nicht die da reingehört. Innen drin sind alle Türen offen und außen die Tür war zu. Oh Gott, ich habe mir gerade eingekackt. Warum? Oh, weil ich mir eingekackt habe. Boah, Alter. Hä? Oh, es gibt so eine App für den Browser, die benutzen Counter-Strike-Spieler wie ich zum Checken von Preisen und sowas, ne? Und diese App sagt ja auch, wenn du so ein Handelsangebot dann kriegst. So, und ich habe gerade so ein Handelsangebot bekommen. Und ach so. Das ist ganz laut und das macht dann Brumm. Denn mein Herz war gerade auch rum. Okay, hier ist noch eine AK. Geil. Ja, geil. In welcher Baracke? Bist du noch in der ersten, glaube ich, ne? Ja. Ich sehe dich sogar. Warte mal, die AK nehme ich auf den Rücken, die SKS nehme ich in die Hand. Die AKM kannst du da mitnehmen? Ich habe aber eine tolle Waffe mit zwei Magazinen. Du kannst eine auf den Rücken nehmen. Und die andere kannst du... Dann kann ich aber nichts mehr aufsammeln. Doch, klar. Achso, ja, dann legst du die Waffe halt kurz hin. Hier ist für deine AK ist hier ein Scope. Ein Kastan-Scope. Das würde ich dir empfehlen, darauf zu machen. Was ist das? Auch da? Nee, das passt nicht auf die drauf. Das passt auf die AK? Das ist für die AKM. Ich habe die AK-74U. Die AKM ist zwei Räume weiter. Hier liegt eine. Ja, ja. Aber ich habe Munition für die AKSU, deswegen nehme ich die AKSU mit. AKSU. Achso. Warte mal. Ne, die AKM habe ich ja jetzt gerade aufgesammelt. Und da passt das Scope drauf. Ja, das kann sein. Ja, genau. Aber die habe ich jetzt. Aber das passt halt nicht auf meine. Also brauche ich jetzt nur Moon für die. Ja. Moon habe ich für die leider nicht. Das ist sehr tragisch, finde ich. Ja. Jetzt bist du gerade in dem zweiten Ding drin, ne? Ja. Ja. Und da unten haben wir nochmal Baracken, ne? Ja. Ja. Hallo. Wo bist du? Hast du noch gar keine Tür aufgemacht hier? Da, hallo. Hi. Ach, du bist neu gekleidet. Oh, ich möchte mich auch umziehen. Ja. Aber ich warte erst, bis du fertig bist da.
Naja, du kannst es auch jetzt schon machen, weil die Folge ist vorbei, ne? Nein! Okay. Ja, doch. Gut, dann machen wir planlos weiter. Erstmal ein Folge in Boisien und sehen uns in der nächsten Folge. In dem Sinne, das war euer Günther und der Achim. Luis. Achim ist gut. Okay. Tschüss. Tschüss.